Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch. Den Kirchen, namentlich auch der katholischen Kirche, mangelt es an Personal. Vor allem auch an Priestern. Darauf hat das Bistum Basel reagiert. Da und dort haben die Kirchengemeinden ihre Kräfte gebündelt, sogenannte Pastoralräume ins Leben gerufen. Eine Weichenstellung, die sich bewährt hat? Über diese Frage unterhalte ich mich mit Andreas Wiesmüller, Leiter des Pastoralraums Region Willisau. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Andreas Wiesmüller, Sie wohnen mit Ihrer Familie nun seit 3 Jahren im Pfarrhaus Willisau und leiten den Pastoralraum Region Willisau seit 2021. Sind Sie heimisch geworden? Ja, das kann man so sagen. In den Orten, 9, in denen ich bisher gelebt habe, habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt. Und das ist auch in Willisau so. Wunderbare Menschen kennengelernt. Aber im Wissen, es ist immer Heimat auf Zeit. In unserem Beruf zieht man irgendwann auch wieder weiter. Jetzt bin ich hier. Und hoffe, es ist noch etliche Zeit, etwas zu tun. Der Pastoralraum Region Willisau ist ein Bündnis von 6 Pfarreien. Sie sind aus Pastoralraumleiter ein Seelsorger oder ein Manager oder ein Troubleshooter oder einfach schlicht der verlängerte Arm vom Bischof. Was sind Sie? Also zum einen bin ich nicht allein. Ich habe ein ganz tolles Team um mich herum, von den Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge, Pfarreisekretärin, Verwaltung, Archivar, Kirchenmusik, also ganz viele Personen werden da aufzuzählen. Und natürlich, wenn man Pastoralraumleitung übernimmt, weiß man, das hat auch mit Management zu tun. Und das ist ein Teil. Und der andere Teil ist die Seelsorge. Und das ist eine wunderbare Kombination. Also ich habe einen tollen Beruf. Super. Hand aufs Herz. Andreas Wiesmüller, die allermeisten Pastoralräume, das sind keine Herzensangelegenheiten von den Gläubigen gewesen, sondern doch einfach schlicht Vernunftsbündnis von Kirchengemeinden und Pfarreien, weil es Jahr für Jahr an Priester mangelt. Ist das so? Also ich sage immer, Pastoralraum ist das, was man daraus macht. Da kann eine sehr große Dynamik entstehen und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Die Pastoralraumlösung ist eigentlich schon auch wieder älter. Also das Bistum Basel hat den Pastoralentwicklungsplan 2007 ins Leben gerufen und das ist der Pastoralraum eine strukturelle Maßnahme. Wenn man von Mangel spricht, würde ich sagen, wir haben eigentlich, wenn, dann einen Theologen- und Theologinnenmangel und mit dem Fachkräftemangel sind wir eine beste Gesellschaft in der Gesellschaft. Das mag sicherlich ein Ausgangspunkt beim Bistum gewesen sein, aber es ist nicht der einzige. Denn der Hauptpunkt beim Pastoralentwicklungsplan heißt, den Glauben ins Spiel bringen. Bleiben wir aber gleich nochmal bei dem Priestermangel. Wir haben keinen Priestermangel? Nein, ich würde sagen, wir haben einen Weihemangel. Denn es gibt da genügend verheiratete Theologinnen und Theologen, überhaupt die Frauen. Und wenn man diese weihen würde, hätten wir zumindest mehr Priesterinnen und Priester. Aber wir haben deswegen nicht mehr Theologen und Theologinnen. Deshalb braucht es überhaupt die Öffnung vom Berufsspektrum im kirchlichen Dienst. Braucht es noch andere Reformen, die sich aus dem Alltag aufdrängen? Also sicherlich für mich vordringlich wäre die Frauenfrage, also dass wir wirklich zu einer völligen Gleichberechtigung kommen, dass das, was Kirche sagt, nämlich gleiche Würde aller Menschen, sie auch tatsächlich selber lebt. Und ich begreife uns auch als Lerngemeinschaft. Also wenn ich an meine Jugend denke, für gleichgeschlechtliche Paare, lesbisch, schwul, da gab es gar kein Vokabular. Das gab es gar nicht. Insofern sind wir da heute in der Kirche, in der Gesellschaft viel weiter. Es entwickelt sich viel. Wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten. Aber das sind wir auch in der Gesellschaft noch. Zurück zum Pastoralraum. Welche Vorteile hat er gegenüber den einst viel autonomeren Kirchengemeinden und Pfarreien? Also die Kirchgemeinden sind nach wie vor autonom. Sie haben mit dem Pastoralraum einen Zusammenarbeitsvertrag geschlossen. Der Vorteil ist, wenn jede Pfarrei und Kirchgemeinde für sich ist,
haben wir vielleicht die Gefahr der Angebotsverengung, also die Reduktion von Kirche gleich Sonntagsgottesdienst. Das versuchen wir im Pastoralamt aufzubrechen oder zu erweitern mit zwei klaren Säulen. Es gibt die Ortsseelsorgepersonen, die also die Pastoral der Nähe gewährleisten sollen. Und es gibt thematische Ressortverantwortlichkeiten, die eben bestimmte Themen voranbringen sollen und dort Schwerpunkte setzen. Immer wieder ist im Zug von der Pastoralraumgründungen auch in unserer Region von Gläubigen die Befürchtung zu hören gewesen, es seien der künftige Göfferli-Priester unterwegs, die von Mess zu Mess eilen, wenig Zeit für die Sorge und Nöte von den Menschen mehr haben. Ist das wirklich so? Oder hat sich die Befürchtung nicht bewahrheitet? Eben mit unserem Ansatz, dass es Ortsseelsorgepersonen gibt, die klar zugeordnet sind einem Ort, besteht die Gefahr nicht. Und dann würde ich auch sagen, unsere Tätigkeit findet ja von also mindestens Dienstag bis Sonntag, vielleicht sogar manchmal Montag bis Sonntag statt. Das heißt, in den Gesprächen, sei es jetzt ein Trauergespräch oder Taufgespräch oder wenn ich an die Kollegin Christine Dehmel im Altersheim in der Seelsorge denke, dort findet ganz viel intensives Gespräch und viel zeitliche Begegnung statt. Und auch unsere Gottesdienste am Sonntag, wenn man jetzt diese Verengung auf Sonntag wieder nehmen wollte, sind so gelegt, dass fast immer danach oder davor Zeit ist für Begegnung. Sie haben bei Ihrem Amtsantritt verlauten, es ist nicht unsere Aufgabe, den Glauben wie ein fertiges Paket zu verkünden und weiterzugeben, sondern zusammen mit den Pfarreiangehörigen auf Entdeckungsreise zu gehen und die Sehnsucht nach Glauben zu wecken und zu fördern. Ist Ihnen das gelückt, Herr Wiesmiller? Ja, ich würde sagen, wir gehen auf Entdeckungsreise. Also Gläubige mit mir, mit Ehrenamtlichen, mit dem Pfarreirat. Eben ein Ressort, ein Schwerpunkt ist Erwachsenenbildung, Kultur. Und wenn ich da an Veranstaltungen denke, wie die Weihnachtsdisco, den Valentinsabend für Paare zum Thema Sinnlichkeit, unsere Aktion Blaue Friedensschafe, dann sind doch da sehr viele Verbindungen von Glauben und Leben, wenn sich Menschen darauf einlassen. Darauf setze ich. Sie sind nun 2 Jahre im Amt. Was sind für Sie so die Highlights gesehen? Also ich könnte ganz vieles aufzählen und möchte eigentlich auch nichts herabwürdigen in dem Sinn. Etwas Besonderes war für mich zum Beispiel, dass ich zu einer Stallsegnung eingeladen war. Oder das Jubiläum 200 Jahre Pfarrkirche Peter und Paul, wo wir die großen Apostel Peter und Paul vom Sockel heruntergeholt haben, Begegnung auf Augenhöhe. Das ist sicher etwas Besonderes gewesen. Letztes Jahr der Badi-Gottesdienst, 100 Jahre Badi, das ist etwas sehr Schönes gewesen. Strukturell, dass sich die Kirchgemeinden zum Beispiel auf eine neue Stelle eingelassen haben, Kommunikation und Marketing, und wir die sehr gut besetzen konnten. Das ist ein innovativer Schritt für uns und für mich strukturell eben auch ein Highlight. Und etwas ganz Besonderes ist immer, wenn Menschen sich melden und sagen, ich würde gern freiwillig in der Pfarrei mitarbeiten. Das passiert gar nicht so selten. Das ist etwas sehr Schönes. Wenn Menschen sich öffnen, zum Beispiel beim Trauergespräch und Sachen erzählen, auch solche, die dann nicht im Gottesdienst genannt werden. Also wenn Menschen Vertrauen fassen. Das ist für mich immer etwas Besonderes. Hat es auch einen Entscheid gegeben, wo Sie jetzt rückblickend bereuen oder anders würde fällen? Also ich würde sagen, die meisten Entscheide sind doch sehr breit abgestützt. Und wenn es welche gibt, habe ich sie erfolgreich verdrängt. Das Bistum Basel hat eine repräsentative Befragung zu den Erfahrungen mit den Pastoralräumen gemacht. Daraus geht hervor, das kirchliche Leben bringt die Pastoralräume noch nicht so voran, wie man das sich erhofft hat. Das ist zu lesen im kantonalen Pfarreiblatt. Und es ist da dabei die Rede von strukturellen Problemen, vom Personalmangel, den wir schon genannt haben. Das steht also aufbrechenden Prozess im Weg. Ist das korrekt? Machen Sie die Erfahrung?
Also ich sehe an vielen Orten Aufbrüche, auch den Mut zum Experiment, was ich nur begrüßen kann. Also wir versuchen dem wirklich Rechnung zu tragen, einerseits eben mit der Ortsseelsorge, wo es auch um das lebendige Fortführen von Traditionen gibt, die es am Ort gibt, und eben mit thematischen Ressorts, wie jetzt eben Soziales bei der Kollegin Christine Demel oder Erwachsenenbildung und Kultur bei mir. Es kommt noch, da sind wir erst am Anfang, Familienpastoral, Jugend. Und wenn ich dort Freiräume habe, um etwas auszuprobieren, dann ist es großartig. Aber diesen Mut, auch ungewohnte Wege zu gehen, den muss ich haben. Und dann kann auch manches gelingen. Gemäss Umfrage glaubt nur eine Minderheit, dass Pastoralräume das Profil der Pfarreien schärfen. Das würde Sie, wenn ich Sie so höre, nicht bestätigen. Jetzt. Also Profilschärfung, das hieß ja, dass, sag mal, die eine Pfarrei ist eine Ökumene-Pfarrei und die andere Pfarrei ist eine, was weiß ich, Kultur-Musik-Pfarrei. Das passt eher vielleicht in den städtischen Kontext. Das kann in Luzern gut sein oder in Basel oder in Zug. Bei den Pfarreien auf dem Land, denke ich, spielen die Örte im Verein doch eine große Rolle und dem möchten wir auch Rechnung tragen. Aber eben themenübergreifend mit Man, mit Woman Power, Themen verstärken, das deutet mich doch ein erfolgversprechender Ansatz. Also ich bin jetzt eben seit diesem Jahr ganz stark mit dem Aufbau von Erwachsenenbildung und Kultur befasst. Und das ist ein sehr schönes Feld, eben mit vielen Möglichkeiten auch Neues auszuprobieren. Aber dabei müssen wir insgesamt alle beweglicher werden. Also die Seelsorgenden, aber auch die Gläubigen und auch die Kirchenverwaltungen. Ich nehme als Beispiel vom Kollegen Guido Gassmann, der hat jetzt die Fastenwoche gerade zu Ende geführt. Die fand in Menznau statt. Das ist nicht einfach nur das Angebot der Pfarrei Menznau, das ist das Angebot vom Pastoralraum. Also auch als Willisauer kann ich dann in die Fastenwoche nach Menznau gehen. Dann haben die Befragten noch ein bisschen bemängelt, dass der Pastoralraum nicht so hoch bei den Menschen sei und Beteiligung wird von den Gläubigen stärken, also die Form von Pastoralraum. Also gerade mit der einen Säule, Ortsseelsorgende, ist die Pastoral der Nähe absolut gewährleistet. Was es sicherlich braucht, was wir schon haben, aber das gilt es noch zu verstärken, ist eine hohe Freiwilligenkultur. Schlussendlich ist Kirche ja auch eine nicht einfach nur Dienstleistungsunternehmen, sondern auch eine Solidargemeinschaft. Apropos Beteiligung. Es gibt immer mehr Leute, die zur Kirche austreten, keine Kirchensteuer mehr zahlen wollen. Haben Sie diese Tendenz, ist die auch bei euch spürbar? Das nehmen wir auch wahr. Eben ein Ansatz ist, unser Angebot zu erweitern, eben, dass es nicht die Angebotsverengung Kirche gleich Sonntagsgottesdienst ist, sondern dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, dass das auch interessant, attraktiv ist, der Kirche dort Mitglied zu sein und dort Dinge wahrnehmen zu können. Am meisten, und das wird eine große Herausforderung sein, beobachten wir Kirchenaustritte von jungen Menschen, also so Mitte 20. Das heißt, der Themenbereich Jugend, der wird unsere große Zukunftsaufgabe sein. Viele fragen sich, ich gehe höchstens noch an Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten. Sonst bin ich in der Kirche nicht mehr anzutreffen. Wie überzeugen Sie die, dass die weiterhin mitmachen und sich auch finanziell am Kirchenwesen beteiligen? Also ich habe so drei Argumentationsstränge. Der eine ist eben ein breites Angebot. Ich denke, wir werden in der Kapelle Hübele, dem wir für Töffli-Segnung haben. Es gibt das Karwochenkino, eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Kino in Willisau. Ich denke an die Waldweihnacht, Musiknacht, Faschenwoche, Lange Nacht der Kirchen. Also Menschen gewinnen weit über die Sakramentfeiern und die Gottesdienste hinaus. Das ist das eine. Das andere, auch weiterhin appellieren, dass Kirche eine Solidargemeinschaft ist. Sie finanziert die Spitalseelsorge,
Wir haben 5 Altersheime im Pastoralraum. Die Kirche unterstützt die Jugendverbände, Blauring, Pfadi. Das ist ein gemeinsames Tragen von wichtigen sozialen Aufgaben, würde ich sagen. Und dann hat es manchmal auch noch, sagen wir mal, mit ein bisschen Weitsicht zu tun. Viele unserer Kirchen und Kapellen, die wir unterhalten müssen, stehen unter Denkmalschutz. Wenn der Kirche die Mittel ausgehen, wer kommt dann dafür auf? Es bleibt dann beim Staat und schlussendlich wieder der Steuerzahler. Schauen wir ein bisschen voraus, vor welchen Herausforderungen steht der Pastoralraum Region Willisau? Also am stärksten würde ich sicherlich sagen, das wird eine ganz große Aufgabe sein, ist der Bereich Jugend. Und als zweites, das spielt dann vielleicht sogar zusammen, eine noch stärkere Etablierung von einer sehr guten freiwilligen Kultur. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn man selber Profi ist und auch davon lebt. Aber ich werbe auch immer dafür, dass auch bezahlte Kirchenmitarbeiter an anderer Ort Freiwilligenarbeit leisten. Das ist überhaupt für unsere Gesellschaft etwas ganz Wichtiges. Ostern rückt näher, doch vorerst ist die Karwoche noch im Gang. Welche Bedeutung hat für Sie die Zeitspanne? Bei der Karwoche würde ich gerne den Karsamstag hervorheben. Der kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Am Karsamstag ist so die Vorstellung, eben Karfreitag ist Jesus gestorben, am Karsamstag liegt er im Grab. Also wir können auch sagen, er ist in das Totenreich hinabgestiegen, dort, wo alles tot ist, wo nichts mehr geht, wo wir nichts mehr machen können, wo die Ohnmacht pur ist. Hinunter zu denen, die an Hunger gestorben sind, die auf den Migrationsrouten umkamen und so weiter. All die vielen Menschen, die gestorben sind, die umkamen, auch Opfer von Verbrechen. Christus steigt in das tiefste Elend hinab. Und aus dem kommt dann die Auferstehung. Oder wir können auch sagen, all das, was in uns tot ist, das verkörpert für mich die Karwoche, soll zu neuem Leben kommen, soll berührt, soll erlöst, soll befreit werden. Das finde ich eigentlich einen wunderbaren Zusammenhang von Karwoche. Sie haben das letzte Wort, Ihren Osterwunsch, Andreas Wiesmüller. Also den Kindern wünsche ich fröhliche, unbeschwerte Osterfesttage in einer möglichst guten Familie, wie immer die ausschaut. Jugendlichen das Vertrauen ins Leben, dass sie sich auch getragen, begleitet wissen, wir könnten sagen von Christus. Den vielen Erwachsenen, die so viele Pflichten haben, eine heitere, leichte Frühlingsluft. Und älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr lange leben, dass sie loslassen können, Schritt für Schritt, und das Vertrauen auf die Auferstehung. Andreas Wiesmüller, herzlichen Dank für das schöne Schlusswort. Das wär's gesehen. Und wir sehen uns wieder, hoffentlich in einem Monat. Das Webgespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.